Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Geheimakte Tunguska. So, wir sind jetzt hier in Max' Büro und müssen uns noch die ganzen Sachen hier anschauen. Reliefscheibe, Vasen und was weiß ich nicht alles. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann hier rausfinden können. Und dann fangen wir mal hier vorne mit der Vase an. Die könnte antik sein. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Warte mal hier. Ich glaube, das ist irgendeine Art von Kalender. Wie man den liest, weiß ich aber auch nicht. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Eine Münze. Das Ding ist offenbar nur eingesetzt. Ich glaube, das gehört gar nicht zu der Reliefscheibe. Das ist wahrscheinlich die Münze, die wir in dem Büro vom Vater einsetzen müssen. Ich glaube, das ist... Okay. Mal gucken, was wir zurück noch finden können. Sieht uralt aus. Allerdings habe ich so eine auch letzte Woche bei einem schwedischen Möbelhaus gesehen. Okay, da geht's nicht weiter rein. Also bei der Reliefscheibe... Der Schild eines Pygmäenkriegers aus dem Jahre 1687. Könnte auch 1688 sein. Oder aus Asien stammen. Oder so. Da ist sie ja nah rangegangen. Aber bei den anderen Teilen macht sie das nicht. Wenn ich mich richtig an meine zuletzt... Nee, bei den anderen Teilen macht sie es definitiv nicht. Okay. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal in Papas Büro. Und dann wollen wir mal die Münze in den Münzkasten setzen. Die Münze passt perfekt zu den anderen. Alles klar. Auf dem Zettel steht, und der Fürst sprach zu der Prinzessin. Ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Okay. Ach, das sind immer die gleichen Münzen. Machen wir einmal so. Dann machen wir das einmal so. Du kommst einmal hier hin und dann fehlt ja noch ein roter. Dann kann hier ein roter hin. Der kommt mal hier hin. Was fehlt denn noch? So einer. Der kommt dann dahin. So, der muss ja jetzt hier hin. Der muss hier hin. Und die beiden muss ich auch noch vertauschen. Okay, da habe ich ein paar anscheinend. Ach ja, genau, so diagonal dürfen die ja auch nicht, ne? Okay, die erste Reihe können wir ja so lassen, das ist ja kein Problem. Damit die hier nicht diagonal stehen, muss der ja hier hin. Der darf mit dem nicht diagonal stehen, dann machen wir das so. So, dann ist hier schon mal nichts mehr diagonal oder vertikal oder wie auch immer. So, der hier darf hier nicht hin, aber auch da nicht hin. Und da darf er ja auch nicht mehr hin. Dann guck mal den da hin. Die große Münze kann aber hier nicht hin. Irgendeiner schneidet sich hier immer. Oder darf ich das jetzt hier so machen? Ich probiere das einfach mal. So, die Münze kann ja hier bleiben, die auch. Die beiden müsste ich tauschen. Auf dem Zettel steht,
Und der Fürst sprach zu der Prinzessin, ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Hm, soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Kann ich das nochmal neu machen? Ich habe keinen Button dafür, dass das nochmal neu gemacht wird. Okay. Hier kann... Ach, boah, wie soll das denn gehen? Bei den Großen konnte ich das irgendwie schon schön verteilen, aber bei den anderen irgendwie nicht. Hier habe ich die ganz große Münze. Hier habe ich Kupfer. Die beiden Kupferdinger und Gold. Hier darf das nicht hin. Das heißt, hier kann das ja bleiben. Hier genauso. Die Reihen hier, die sind schon mal richtig. Oder aber wir vertauschen die beiden. Dann kann der hier hin. Das Problem ist, die beiden vertausche ich mal, weil sonst sind die ja wieder hier untereinander. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt habe ich aber hiermit ein Problem. Wie soll das gehen? Der hier kann nur noch hier hin. Ah. Huch, eine Klappe ist aufgegangen. Scheint eine Art Geheimfach zu sein. Wozu braucht mein Vater sowas? Da sind Unterlagen drin. Es geht um die Forschungsreisen meines Vaters. Hier steht, dass er 1958 Leiter einer geheimen Expedition in die Tunguska-Region war. Offenbar wurde nach dieser Expedition von höchster Stelle versucht, die Ergebnisse geheim zu halten. Dreht sich irgendwie um sonderbares Pflanzenwachstum. Papa wollte trotzdem weiterforschen, aber ihm wurden alle weiteren Untersuchungen untersagt. Er ist dann anscheinend trotzdem nochmal in die Region gereist. Auf eigene Faust, nur in Begleitung eines gewissen Manuel Perez und eines einheimischen Führers. Das war 1977. Wenn ich das richtig verstehe, ist bei dieser Expedition aber einiges schiefgelaufen. Diesem Perez ist irgendwas Schreckliches zugestoßen und die beiden wurden verhaftet. Was genau mit ihm in dieser Nacht geschehen ist, konnte mein Vater bis heute nicht in Erfahrung bringen. Und Perez ist seitdem spurlos verschwunden. Mein Vater schreibt etwas später, dass er bereits hier hätte erkennen müssen, dass Menschenleben immer wichtiger als die Forschung sind. Was meint er damit? Ich sollte vielleicht mal Max dazu befragen. Der kann mir vielleicht auch die ganzen Formeln und wissenschaftlichen Ausdrücke erklären. Und hier ist auch noch ein Brief von irgendeiner Gesellschaft in Irland. Aber das sind nur leere Seiten. Ich brauche definitiv Hilfe. Vielleicht weiß Max ja was darüber. Tut mir leid, ich habe immer noch nichts. Aber ich? Wie das mit dem Verschwinden meines Vaters zusammenhängen soll, weiß ich zwar auch noch nicht. Aber ich habe in einem Geheimfach Unterlagen meines Vaters gefunden. Es ging um eine geheime Expedition und seltsame Vorkommnisse und... Hey, ganz ruhig. So schnell komme ich nicht mit. Komm am besten mit in das Büro meines Vaters. Ich zeige dir die Unterlagen und dann sollten wir uns vielleicht doch mal seinen Aktenschrank vornehmen. Okay, gehen wir rüber. Ich hatte doch gesagt, dass ihr euch hier nicht mehr blicken lassen sollt. Glaubt mir, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ihr euch aus der Sache rausgehalten hättet. So bleibt mir keine andere Wahl als... Ah! Olle Kambuski? Da bin ich gerade noch rechtzeitig gekommen. Seid ihr in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was machen Sie hier? Und was wollte der Kommissar eigentlich von uns? Wollte der uns erschießen?
Na, zum Spaß wird er die Waffe bestimmt nicht auf euch gerichtet haben. Wir sollten hier weg, bevor der Typ wieder aufwacht. Und was ist jetzt mit den... Tut mir leid, dass ich bei unserem ersten Zusammentreffen so unfreundlich war. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einiger Zeit verfolgt werde und meine Nerven liegen derzeit etwas blank. Ich kenne deinen Vater natürlich. Genau genommen sogar schon sehr lange und sehr gut. Ich war damals mit ihm auf einer seiner Expeditionen. Zusammen mit dem Kubaner Manuel Perez, einem irischen Biologen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, und einigen Helfern, waren wir damals in der Tunguska-Region. Ich will jetzt nicht im Detail auf die Vorkommnisse von damals eingehen, aber aus irgendwelchen Gründen scheint sich gerade jetzt jemand sehr dafür zu interessieren. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich bedroht werde, sondern auch dein Vater und möglicherweise sogar alle noch lebenden Teilnehmer der damaligen Expedition. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, könnte der russische Geheimdienst FSB dahinter stecken. Schon damals haben die alles versucht, uns und vor allem deinen Vater an weiteren Expeditionen zu hindern. Du weißt über deine Mutter Bescheid? Meine Mutter? Wieso? Was hat die denn damit zu tun? Du weißt, dass sie bei einem Unfall ums Leben gekommen ist? Ja, aber... Ob es wirklich ein Unfall war, ist sehr fraglich. Du saßt damals mit dem Auto. Ich fuhr hinter euch, als der Wagen plötzlich ein Brückengeländer durchbrach und in einen Fluss stürzte. Dich konnte ich gerade noch rausziehen. Aber beim Versuch, deine Mutter zu retten, hat es mir zwei Finger abgerissen und dadurch... Davon hat mir mein Vater nie etwas erzählt. Er hat bestimmt versucht, dich nicht auch noch damit zu belasten. Wir beide haben uns schon genug Vorwürfe gemacht. Aber genug von damals. Jetzt müssen wir erstmal deinen Vater wiederfinden. Aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage habe ich ein paar alte Kontakte spielen lassen. Einer davon, Sergei, ist in Kreisen zu Hause, die... Nun ja, in die ich lieber nicht geraten möchte. Aber er weiß nahezu alles, was eigentlich keiner wissen darf. Nach seinen Informationen wurde in der Tunguska-Region bereits vor Jahrzehnten eine Forschungsanlage errichtet. Und gerade jetzt ist wieder ein Transport dorthin geplant. Angeblich sind nicht alle Wissenschaftler, die dorthin gebracht werden sollen, freiwillig dabei. Diese Forschungsreise und das Verschwinden deines Vaters wenige Tage vor ihrem Start könnten durchaus im Zusammenhang stehen. Das heißt, mein Vater wurde entführt und sitzt jetzt in einem Zug nach Sibirien? Was wollen die von ihm? Auch wenn er seit Jahren nicht mehr offiziell in der Forschung aktiv war, er ist immer noch eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sergei könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen. Ich soll nach Moskau? Ich habe ein Flugzeug. Wir wären in ein paar Stunden da. Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal. Aber wenn dein Vater wirklich in dem Zug ist, haben wir keine Zeit zu verlieren. Sobald er erst einmal in der Tunguska-Region angekommen ist, werden wir ihn da kaum noch rausholen können. Dazu ist der Bereich um die Station viel zu gut bewacht. Was meinst du? Ich weiß nicht. Tja, ist vielleicht die einzige Chance. Also, lass uns aufbrechen. Es wäre gut, wenn einer hier bleibt. Vielleicht meldet sich Wladimir ja doch noch. Aber... Nina, wir sollten los, wenn wir noch eine Chance haben wollen, vor der Abfahrt des Zuges anzukommen. Naja, ich könnte mir die Unterlagen deines Vaters ja nochmal ansehen. Aber ein gutes Gefühl... Prima, dann lass uns aufbrechen. Pass gut auf dich auf, ja? Ich werde mir Mühe geben. Ich hätte dich gern... Ja, ich auch. Viel Glück. Boah. Ich bin etwas verwirrt, wie alles miteinander verstrickt ist. Weil der hat uns ja erst nicht reingelassen und jetzt hilft er uns. Bin ich mal gespannt. Moskau! Ob der uns auch wirklich hilft oder ob er uns nicht in irgendeine Falle lockt. Oh, Oleg hat mir gar nicht gesagt, dass du eine solche Schönheit bist. Wenn ich das gewusst, wäre mein Preis sicher niedriger ausgefallen. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Sie können mir auf der Suche nach meinem Vater helfen? Sergei kann vieles. Einige sagen, Sergei kann alles. Aber Sergei ist bescheiden, also belassen wir es dabei, dass Sergei nahezu alles kann. Ja, die Bescheidenheit ehrt Sie. Worum genau geht es? Ich dachte, das wüssten Sie. Klar, aber Sergei braucht alle Informationen noch einmal aus erster Hand. Und der Anblick deines Mundes und deiner sich bewegenden Lippen... Wollen Sie mir nun helfen oder mich begaffen? Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Okay, also. Mein Vater ist verschwunden. Ich wollte mich eigentlich mit ihm in dem Museum, in dem er arbeitet, treffen. Als ich dort ankam... Ja, Sergei weiß das. Und was wollen Sie dann wissen? Was hat dein Vater in den letzten Wochen gemacht? Woran hat er gearbeitet? Für wen hat er gearbeitet? Oh,
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit meinem Vater nie großartig über seine Arbeit unterhalten. Er neigt dazu, stundenlange Vorträge zu halten, und ich neige dazu, nach wenigen Minuten in einen Halbschlaf zu fallen. Irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, die Arbeit als Gesprächsthema lieber außen vor zu lassen. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, ich weiß, aber... naja, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall weiß ich nicht wirklich, an was und für wen er in letzter Zeit gearbeitet hat. Neben den Sachen fürs Museum hat er immer noch Vorträge gehalten und Expertisen erstellt. Aber was genau? Ich weiß nur, dass er in den letzten Tagen etwas unkonzentriert gewirkt hat. So, als ob ihn irgendwas besonders beschäftigt. Aber was das war? So kommen wir nicht weiter. Ein paar Vögelchen haben in den letzten Tagen schon gesungen, noch heute fährt ein Zug in die Tunguska-Region. Es geht um irgendwelche wissenschaftlichen Experimente. Was genau, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall sind einige alte Freunde reaktiviert worden. Alte Freunde reaktiviert? Wissenschaftler und Ortskundige, die bereits in der Vergangenheit in der Tunguska-Region waren, wurden, nun ja, um Mithilfe gebeten. Einige kamen freiwillig, andere mussten erst überredet werden. Aha, verstehe. Schön. Wie dem auch sei. Könnte gut angehen, dass dein Vater dabei ist. Ist er in Gefahr? Wie kann ich ihn da rausholen? Wenn er keine Dummheiten macht, dürfte er auch keine Probleme kriegen. Normalerweise. Und? Wie holen wir ihn da raus? Wir holen ihn da gar nicht raus. Aber wie bereits gesagt, Sergei kann fast alles. Ein alter Bekannter steht am Nebeneingang des Bahnhofs. Er wird dich reinbringen, dir einen Passierschein und eine Uniform geben. Wenn du erstmal an Bord des Zuges bist, solltest du genügend Zeit finden, um dich umzusehen. Die Wachen an Bord sind während der Fahrt größtenteils mit Saufen und Kartenspielen beschäftigt. Ach ja, du reist unter dem Namen Nina Perkova. Wenn dein Vater wirklich an Bord sein sollte, könnte dich sonst dein Nachname verraten. Ich soll in den Zug alle Wachen ausschalten und meinen Vater im Alleingang befreien? Toller Plan. Wie du deinen Vater da rausholst, sehen wir dann, wenn du ihn gefunden hast. Keine Sorge, so einen süßen Hintern lässt Sergei nicht verschrumpeln. Da bin ich ja beruhigt. Entschuldigung, bin wohl ein bisschen nervös wegen meines Vaters. Ich bin wirklich froh, dass Sie mir helfen. Vielen Dank. Schon okay, Kleines. Man nennt Sergei nicht umsonst die gute Seele von Moskau. Und denk daran, auch wenn du Informationen bekommst, mit denen du erst einmal nichts anfangen kannst, Sergei kann damit ganz sicher was anfangen. Okay. Ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Uff. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja. Viel zu schön, um hier draußen rumzusitzen. Kollege Yushin übernimmt jetzt deine Schicht. Ist das nicht nett von ihm? Was? Wieso? Komm mit. Wir plaudern ein bisschen. Scheint nicht mein Glückstag zu sein. War das jetzt ein Zufall oder haben die herausgefunden, dass Sergei einen der Wachsoldaten geschmiert hat? Auf jeden Fall habe ich jetzt ein riesiges Problem. Sergei ist erst einmal weg. Mein Handy hat keinen Empfang und ich muss schleunigst in den Zug. Nina, es wird Zeit für eine geniale Idee.